Ja, mein Name ist Oliver Wiedmann vom Verein Mehr Demokratie, der sich für mehr Mitbestimmung einsetzt. Und zwar mehr Mitbestimmung für Menschen, die bereits das Wahlrecht besitzen. Wir wollen aber eben auch erreichen, dass die Gruppe der Wahlberechtigten ausgeweitet wird. Wir sind Teil eines Bündnisses, welches Wahlrecht für alle heißt. Das ist ein Bündnis aus Einzelaktivisten, aus Gewerkschaften, Parteien und auch einzelnen Organisationen. Und wir wollen mit unserem Bündnis wollen auf ein grundlegendes Demokratiedefizit hinweisen, nämlich dass das Wahlrecht immer noch an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist. In Berlin ist es so, dass bis zu 440.000 Menschen davon betroffen sind, von diesem Ausschluss, weil sie eben keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Politisch sieht es so aus, dass die meisten Parteien eigentlich zumindest das kommunale Wahlrecht für Menschen ohne deutschen Pass einführen wollen. Blockieren tut hier nach wie vor die Union, die eben sehr stark darauf hinweist, dass diese Menschen doch die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen sollten, um das volle Wahlrecht zu erhalten. Hier neben mir steht Erim Solmers. Er ist auch Einzelaktivist im Bündnis, war lange von dem Ausschluss betroffen. Und Erim, ja, erzähl uns doch einfach mal, was deine Motivation ist. Warum setzt du dich für das Wahlrecht auch für nicht-deutsche Staatsbürger ein? Ich bin 86 nach Deutschland gekommen, mit 13 Jahren. Bin hier in die Schule gegangen und so weiter. Ich meine, auf der Schule hat man gelernt, wie wichtig die Demokratie und wie wichtig das Wählen ist und das Wahlrecht ist und so weiter. Dann ist man, ich meine, nachhinein immer darauf gekommen, auf der einen Seite sagt man, wie wichtig Wählen ist, wie wichtig das Demokratie, man nimmt das in Anspruch, aber auf der anderen Seite hat man mitbekommen, dass wir hier nicht wählen dürfen. Und das sind Millionen Menschen hier in Deutschland, die von diesem Wahlrecht ausgeschlossen sind. Und es ist ja auch so, vielleicht kommen wir ja noch dazu, dass bereits in, wie viele Staaten war das, glaube ich 19 oder 15 europäische Länder, dürfen die Leute wählen, ohne deutsche Staatsbürger zu sein. Erstens das und zweitens auch EU-Bürger dürfen hier wählen, ohne deutsche Staatsbürger zu sein. Obwohl die erst neu hier dazugekommen sind und die Nicht-EU-Bürger, besonders die türkisch Abstämmigen, leben seit Generationen hier. Sie sind von allen Rechten, also von Wahlrecht ausgeschlossen. Obwohl, was die Pflichten betrifft, obwohl sie als Vollbürger mit betrachtet werden. Aber was die Rechte betrifft, dann... 440.000 Menschen sind von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen in Berlin, weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber sie sind sehr wohl von allen politischen Entscheidungen betroffen. Und worüber reden wir hier eigentlich? Wir reden über Themen wie beispielsweise soziale Stadtentwicklung, von denen alle betroffen sind. Wir reden über Bildungspolitik. Und beispielsweise sind ja auch die Menschen von direktdemokratischen Verfahren ausgeschlossen. Das heißt, die Volksbegehren, die alle in Berlin laufen, an diesen dürfen die Menschen auch nicht teilnehmen. Auch jetzt der Volksentscheid am 3. November zur Rekommunalisierung der Energieversorgung. Von diesem Volksentscheid sind alle ausgeschlossen, obwohl natürlich alle, die Strom beziehen, und das sind ja nun mal alle, gleichermaßen davon betroffen sind, ohne deutsche Staatsangehörigkeit.